Eine falsche Lenkbewegung. Und man liegt im Graben. Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Euro Truck Simulator 2. Auch heute sind wir wieder mal auf gefährlichen Straßen hier in der Nähe von Bergen unterwegs und werden hier erstmal durch den Hafen fahren müssen, um dann zum Start zu gelangen. Und dann werden wir an Autos vorbeifahren, auf engen Routen unterwegs sein und es wird sicherlich wieder ganz spannend. Und ich bin heute mit einem Holztransporter unterwegs, hier mit diesem Volvo. Wir müssen mal gucken, dass wir uns hier... Es startet schon mal eng hier im Hafen. Ich glaube, hier müssen wir noch nicht rein. Ich meine, wir müssen erst in die nächste rein. Und da müssen wir einmal kurz hier nochmal rumdrehen. Und dann dürfen wir gleich an dem Startpunkt sein. Oh ja. Also, ihr seht, das ist hier einigermaßen eng und wird sicherlich wieder ganz interessant. Ich habe nämlich mich wieder mal umgeschaut, was es so für Modifikationen gibt, die den Truckerfahrer auf gefährliche Straßen entführen. Und ich bin fündig geworden. Ich muss mich immer mal ein bisschen konzentrieren. Hier bei dieser Map Level Bergen. So. Gut, ich würde sagen, hier drücken wir einmal Enter und dann fahren wir gleich los. Brechen einmal auf. Und dann gucken wir mal, wo wir starten. So, da sind wir. Das ist also hier der Start der Route. Ich würde sagen, wir lösen die Feststellbremse und dann geht das los. Und dann machen wir uns mit unserem Holzanhänger hier mal auf den Weg über die gefährlichen Straßen. Und ich habe mir natürlich auch wieder eure Kommentare durchgelesen und habe unter der letzten Folge vom Euro Truck Simulator auf gefährlichen Straßen gesehen, dass tatsächlich der eine oder andere von euch schon mit einem Bus auf solchen Straßen unterwegs war. Und es war wohl genauso abenteuerlich, wie man sich das vorstellt. So, ich denke, wir können ein bisschen mehr Gas geben, denn wenn wir hier einfach mit 20 lang tuckern, dann ist es ja langweilig. Wobei ich das Gefühl habe, dass... Oh ja, hier ist schon die erste Engstelle. Ich glaube, ich hole mal weit aus. Wir müssen mal irgendwie rumkommen. So, das sollte aber klappen. Ja. Ich nehme hier noch ein bisschen Platz. Das hat geklappt. Oh, okay. Also man muss das so ein bisschen einschätzen hier mit dem Hänger, denn der verhält sich natürlich ein bisschen anders als ein Auflieger. Ich dachte mir, mit einem Hänger ist es vielleicht ein bisschen einfacher, um die Kurven zu kommen. Ich weiß es allerdings ehrlich gesagt nicht. Und habe auch das Gefühl, dass unser Gespann hier etwas länger ist, wenn wir als wenn wir mit einem Auflieger unterwegs wären. Weiß ich allerdings nicht. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, aber das war so ein bisschen der Gedanke. Und ich bin mal gespannt. Ich wollte es einfach auch mal ausprobieren, wie man sich mit so einem Gespann hier auf so einer Route schlägt. So. Auch wieder alles relativ eng. Hier mit so einem überbreiten Transporter unterwegs zu sein, mit so einem Schwerlasttransporter zum Beispiel, wäre sicherlich auch ganz spannend. Aber das können wir sicherlich noch in den nächsten Folgen machen, denn, wie gesagt, es gibt da noch einige gefährliche Straßen dieser Welt zu erkunden. So, alle Mods findet ihr natürlich wieder in der Videobeschreibung. Der Truck ist ein Payware-Truck, also da müsst ihr so ein bisschen überlegen, ob ihr dafür Geld ausgeben wollt, aber die gefährliche Straße hier, Level Bergen, ist kostenlos und könnt ihr auch auf der Version 1.3.4 auf jeden Fall spielen. Oh ja. Hier müssen wir, hier wäre ich fast ein bisschen flott rumgefahren. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Passt aber. Okay. So, dann gebe ich jetzt einfach mal ein bisschen Gas. Ich weiß nicht, ob das auch auf der neuesten Version der 1.3.5 geht, aber auf der 1.3.4 geht es auf jeden Fall. So, hier kämpft er schon so ein bisschen. Ich habe dem Truck extra die höchste Motorisierung gegeben, aber offensichtlich reicht das auch nicht hier für diesen Berg. Oh je, hier wird es ein bisschen schief. So, einfach mal mutig. Und da vorne wird es auch eng. Ich habe ein bisschen Respekt hier gerade. Okay, es hat gerade so geklappt. Oh. Der ist da besonders intelligent abgestellt worden. Okay. Das war jetzt schon wirklich eine knifflige Situation gerade, weil ich relativ flott unterwegs war. Und ich dachte, also fast wäre ich hier vom Berg abgerutscht. Also da fehlte nicht mehr viel. Okay, aber wir haben es gemeistert. Das ist ja schon mal gut. Fahren wir mal weiter. Müssen wir hier? Nee, wir müssen geradeaus fahren. Aber wir wollen ja auch noch ans Ziel kommen, deswegen drücke ich mal wieder ordentlich auf die Tube. Und dann fahren wir mal hier
mit guter Geschwindigkeit in die Kurve rein. Und da müssen wir abbiegen. Da steht ein Auto in der Kurve, aber ich glaube, das wird uns nicht groß behindern. Ne, passt. Der Anhänger zieht ganz gut nach. Also man muss das immer ein bisschen einschätzen. Und in der letzten Folge habt ihr mir geschrieben, Ansgar, du hättest viel weiter ausholen müssen und so. Das kann gut sein. Es ist immer ein bisschen schwer, das einzuschätzen. Von Fahrzeug zu Fahrzeug ist das ja anders. Da hat man auch einen anderen Überhang. Ne? Hier bei LKW ist der relativ klein, bei Bussen natürlich relativ groß. Ah, muss ich hier... Okay, ich muss hier, glaube ich, einmal kurz rumfahren. Muss hier rein, ne? Oder? Ja, da ist keine Möglichkeit. Okay, fahre ich hier mal rein. Mal gucken, was passiert. So. Oh, da ist es passiert. Ich hätte mehr auf den Rückspiegel achten müssen. Ich glaube, der ist an die Bande da dran gekommen. Der LKW gerade ist verschwunden, okay. Also man darf hier offensichtlich nicht zu weit reinfahren. Aber, wenn ich das richtig sehe, sind wir hier gleich. Er kämpft wieder, der Truck, ihr merkt es. Ich glaube, wenn ich das richtig sehe, sind wir hier gleich raus. Yo, das scheint geklappt zu haben. Gut, ich habe das Gaspedal wieder voll durchgetreten, aber... Da geht nichts. Der steht, der bald fährt er rückwärts. Okay, aber wir haben es gepackt. Wir können uns das Gespann auch nochmal von außen angucken. So sieht das aus. Und so kämpft sich der Volvo hier langsam den Berg hoch. Und auch nochmal ein bisschen schief und krumm hier. Ho. Gewaltig. Ich habe das Gaspedal wohlgemerkt voll durchgetreten. Und wir kriechen hier mit... Wie viel? Na, jetzt werden wir schon wieder schneller. Aber es waren so, keine Ahnung, 5 km/h oder sowas waren das. So, hier darf ich jetzt nicht zu nah an den Hügel ranfahren. Weil sonst hätte der Hänger nämlich da Schaden genommen. Also der wäre dann stecken geblieben, sicher. Und, ja moin, hier hat auch wieder jemand gut. Oder sind das hier irgendwie Bauarbeiten? Man weiß das nicht so ganz. Na gut, umfahre ich mal, ganz geschmeidig. Und dann, ich glaube, hier kann ich nicht mit zu viel Schwung rauffahren. Das wird zu steil. Es wird zu steil, ich muss bremsen. Ah, ich hab's mir gedacht. Oh je. Ich hätte noch mehr bremsen sollen, aber ich hatte Angst. Ihr seht ja, das war jetzt gerade eine typische Zwickmühle. Ich hatte Angst, wenn ich jetzt schneller hier drauf fahre, dass mein LKW komplett kaputt geht. Wäre ja auch der Fall gewesen. Wir haben ja gerade gesehen, wie das schon gedonnert hat hier mit den km/h, die ich eben gerade drauf hatte. Aber wenn ich langsamer gewesen wäre, dann hätte es vielleicht nicht gekracht, aber dann wäre ich hier nicht mehr raufgekommen, glaube ich. Weil anfahren an dem Ding wäre, glaube ich, nicht möglich gewesen. Okay, aber hier können wir wieder ein bisschen heizen. Super, das machen wir doch mal. Durch den Tunnel durch. So. Aber es ist auf jeden Fall, ich finde diese Maps ganz gut, um sich auch so ein bisschen Fahrtraining sozusagen zu geben. Also um die eigenen Fahrskills etwas zu verbessern. Und manchmal kommt es ja durchaus zu spektakulären Situationen. Hier sollen wir 40 fahren, okay. Ach, wir können schneller fahren. Hier wird ja nicht geblitzt, denke ich mal. Okay, hier bremse ich dann aber doch mal ab. Ach ja, huch. So, okay, ich bleib mal in der Innenperspektive. Bisschen was kann ich mir noch nehmen hier rechts.
Ich glaube, es klappt. Ich glaube... Guck mal, wie knapp die Räder da dran vorbei sind. Aber jetzt können wir hier wieder uns Platz nehmen. Es hat ganz knapp geklappt. Also diese Map ist... Wir haben schon mal schwierigere Maps gehabt, aber sie ist jetzt auch nicht ganz ohne, wie ihr gerade seht. Oh. Da war wieder mal... Also ganz unbeschadet bin ich hier leider nicht rausgekommen. Man unterschätzt das manchmal so ein bisschen, diese Höhen hier. So, jetzt Aquaplaning, sein Urgroßvater wird das hier sein. Ist überhaupt nichts möglich. Aber da kann man ganz locker durchfahren. Das ist ja nicht Mudrunner hier. In Mudrunner, oh ja. Ja, moin. In Mudrunner würde sich das vielleicht auch nochmal aus Fahrverhalten auswirken. So. Okay. Dann rauf auf den Hügel hier. Und weiter mit der Fahrt. Ich frage mich, ob da jetzt noch riskante oder schwierige Stellen kommen werden. Oder ob das jetzt so die kniffligsten schon waren. Ich kann das schlecht einschätzen. Ah, jetzt geht's hier erstmal noch diese Bergroute entlang. Und ich sehe schon, da vorne ist wieder ein Auto. Muss mal ein bisschen Acht geben gleich. Wo, auf welcher Seite steht das? Auf der linken. Ja gut, auf der linken ist das jetzt nicht so dramatisch. Aha, wir werden auch zwangsgebremst. Ich habe das Gaspedal wieder voll durchgetreten, aber auch hier wieder nichts möglich. Mal, dass ich den, ja, aber das war ja relativ simpel machbar. Etwas größere Sorgen macht mir die Baustelle da vorne, die ich schon hier aus dem Cockpit sehe. Ich hoffe, dass wir da nicht dran vorbei müssen, dass wir irgendwie vorher in den Wald da abbiegen oder so, aber wir werden es gleich sehen. Ich ahne natürlich, dass wir schon dran vorbeifahren müssen. Ah ja, da vorne sieht auch schon so aus wie so ein Bauzaun. Gucken wir mal. Ja, wir müssen dran vorbei. Und das wird eng. Das wird richtig eng hier. Bisschen Platz. So, jetzt müssen wir mal genau gucken. Boah. Ach du Scheiße. Also es ist genau hier auf Messerschneide hier, ne? Hat was von... auf dem Seil balancieren. Ja, man muss genau nach Rückspiegel fahren. Immer mal nach vorne gucken, aber eigentlich nur nach Rückspiegel fahren. Eine falsche Lenkbewegung und man liegt im Graben. Will man natürlich eher verhindern. Sitzt hier auch noch so schief. Kleine Steigung hier noch. Ja, ich glaube, wir haben es geschafft. Puh. Okay. Auch diese Herausforderung ist gemeistert. Jetzt müssen wir mal kurz hier ein bisschen vom Gas runtergehen. Nicht, dass hier wieder einen Unfall gibt. Und dann gehen wir wieder rauf auf das Pedal. Nehmen wir die Kurve. So, 120, die fahren wir jetzt, können wir nicht ausfahren, weil der LKW ja nur 90 fahren kann. Aber wir fahren auf jeden Fall das Maximum und im Tunnel soll man, glaube ich, immer Licht anmachen. So. Dann habe ich jetzt auch, obwohl wir uns natürlich hier, obwohl wir keinen Gegenverkehr haben werden, habe ich jetzt mal schnell angemacht. Also hoffe ich. Alles andere, wenn jetzt hier hinter der Ecke irgendwie so ein Auto stehen würde, das wäre sehr, sehr schlecht. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Mapbauer sind ja auch keine Unmenschen. So, hier sollen wir schon wieder 40 fahren, okay. Was ist das? Stopp. Wieso Stopp? Ah, okay, ich verstehe, warum Stopp. So, ich muss mir jetzt mal ganz viel Platz hier nehmen, weil ich ganz, ganz weit ausholen muss. Und dann, hier kann ich ja überhaupt nicht ausholen, wegen der Leitplanke.
werde mal jetzt so nah wie möglich hier ranfahren. Ich glaube, da geht noch was. So, und jetzt kann ich hier mir sogar noch ein bisschen mehr Platz. Ah, shit. Shit, shit, shit. Was ist da passiert? Ich kann das jetzt nicht ganz nachvollziehen. Bin ich da... An was bin ich jetzt hängen geblieben? An der Leitplanke oder... Ich habe es gerade nicht ganz nachvollziehen können. Naja, gut. Aber dann fahren wir hier nochmal diese Route runter. Richtung Sonnenblumenfeld. Und dann müssen wir mal hier lang fahren. Also unbeschadet habe ich es wohl nicht hinbekommen in dieser Folge. Schon wie in der letzten. Man würde es natürlich hinbekommen, wenn man langsamer fahren würde, das ist ja klar. Aber dann wäre es auch wesentlich unreizvoller, würde ich mal so behaupten. Wenn man die ganze Strecke nämlich nur mit 20 km/h fahren würde, dann würde es nicht nur relativ lang dauern, sondern es wäre natürlich auch wesentlich einfacher. Der Reiz ist natürlich auch immer ein bisschen mit Geschwindigkeit zu fahren. Das war ja immer so in den gefährlichen Straßenfolgen. Und das wird auch in Zukunft so bleiben, würde ich vorschlagen. Es sei denn, ihr schreibt mir alle in die Kommentare, nein, fahr bitte langsamer, dann werde ich mich danach richten. Aber sonst denke ich, das ist so der Reiz. Und das sieht so aus wie so eine wie so ein Fußweg durch so einen Park. So. Alles klar, man weiß nicht so ganz, in welche Richtung das hier geht. Also es sieht echt wie so ein Fußweg aus, finde ich. Hier so an dem Gewässer hier entlang. Also sieht nicht so aus, als ob hier LKW langfahren sollten. So. Und das sieht mir ganz danach aus, als ob wir hier langsam aber sicher das Ende der Route erreicht haben. Würden, denn das sieht mir doch wieder ganz städtisch aus hier. Ja. Ah, kleiner Unfall, aber ich glaube, wir können nur geradeaus fahren. Müssen trotzdem mal gucken, da kommt nichts, da kommt auch nichts. Ja, ich fahre jetzt einfach mal so. So. Man könnte sowas natürlich auch mal mit einem untermotorisierten Truck machen, ne? Mit so einem Oldtimer. Ich glaube, das werde ich in den nächsten Folgen mal machen. So eine Strecke mit so einem alten Oldtimer. Das ist dann wirklich herausfordernd, weil man nicht weiß, ob der noch richtig ankommt. Also nicht nur, ob er heil ankommt, sondern ob er überhaupt ankommt. Das ist dann die große Frage. So, hier kämpfen wir wieder gerade ein bisschen. Haben wir natürlich auch gerade an Schwung verloren, aber ich glaube, jetzt fängt er sich langsam. Und dann dürfte hier, oh ja, hier müssen wir auch nochmal Acht geben. Genau, hier ist natürlich so ein Müllhaufen platziert, klar. So, und ich glaube, da vorne ist auch schon das Ende der Route. Und von da aus würden wir dann auf die normale Map, glaube ich, wieder zurückkommen. Das heißt, wir würden diese Route hier verlassen. Und wieder nach Bergen zurückfahren. So. Vorher können wir nochmal schnell schauen. Wie viel Schaden hat der Truck genommen? Gucken wir mal schnell. Ja, also. Schäden im Wert von 10.000 Euro. Naja, gut. Also, es war keine Topfahrt, das muss ich zugeben. Ich hätte an manchen Stellen noch ein bisschen achtsamer sein müssen, aber wir sind auf jeden Fall angekommen und sind auch relativ heil angekommen. Die Route war herausfordernd. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da und schaut auch gerne in die nächsten Folgen wieder rein. Und wenn ihr Ideen oder Wünsche habt, wo ich mal unterwegs sein soll, auf welchen gefährlichen Straßen und vor allen Dingen mit welchen Fahrzeugen, dann schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf die nächsten Euro Truck Simulator 2 Folgen und freue mich auf eure Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.